Ja, hallo zusammen. Wir sind Alex und Peter vom Musikforum Durlach. Ein riesiger Verein mit 4 Orchestern und über 200 Kindern in Ausbildung. Und für uns ist die Zeit Corona natürlich ein Drama. Nicht nur, dass wir unsere Konzerte absagen mussten. Wir dürfen keinen Unterricht machen. Wir dürfen keine Proben machen mit unseren Orchestern. Und das Einzige, was wir dürfen, ist, zu zweit in kleinen Gruppen Musik zu machen. Und dabei haben wir entdeckt, dass es den Gastronomen ja ganz genauso geht wie uns. Und wir gehören zusammen. Gastronomie und Musik und Kultur, das ist eins. Wer geht in eine Stadt, in der es keine Theater gibt, in der es keine Musik gibt? Wer geht in eine Stadt, wo es keine Gastronomie gibt? Und deswegen haben wir uns zusammengetan und haben hier oben auf dem höchsten Berg von Durlach mit unseren Alphörnern ins Tal gespielt und gesagt, wir beglücken die Menschen so lange mit unseren Tönen, bis alles wieder normal ist. Und dabei sind wir dann auf Sören gestoßen, der ja das gleiche Problem hatte, dass er nicht wirten darf. Und insofern sind wir jeden Samstag da, bis endlich die Lokale wieder aufgehen und bis wir wieder proben dürfen. Und Alex kann vielleicht was sagen dazu, was es auch für unsere Jugend bedeutet, wenn wir nicht proben können. Ja, da fällt natürlich relativ viel aus, so was Freizeitgestaltung angeht. Und uns ist ein großes Anliegen, ein Zeichen zu setzen, dass einfach das Leben weitergeht, auch das musikalische Leben weitergeht. Und deswegen ist auch das so letztendlich der Auftrag, der dahinter steckt. Die sitzen alle in Durlach und warten darauf, dass es weitergeht. Und dann sollen sie über unsere Alphörner einfach erfahren, es geht bestimmt bald weiter. Bis nächsten Samstag wieder. Ciao, ciao. Ja, und die Alphörner in Durlach, das ist in der Tat eine lustige Geschichte. Darf man das sagen? Wir haben alle auch vernünftige Instrumente spielen gelernt. Und mit Zügen und Ventilen und Klappen und Tasten und was wir nicht alles für Instrumente spielen. Wir haben dann aber irgendwann entdeckt, dass dieser ausgehöhlte Baumstamm einen komplett dazu zwingt, sich ganz auf sich zu besinnen. Nur die Atmung, nur die Stütze, nur die Lippen, sonst nichts. Also alle Töne, die wir machen, kommen direkt vom Herzen. Und das ist das Besondere dran an diesem Alphorn. Und ich bin gebürtiger Vorarlberger. Ich musste es ja mit nach Karlsruhe bringen und habe noch ein paar Fans gefunden, die jetzt mitmachen. Wir sind ja die Gruppe Senna Jazz. Seit 14 Jahren schon sind wir auf vielen Bühnen unterwegs. Auch in der Schweiz werden wir gebucht, weil wir eben auch fetzige Sachen spielen und uns nicht so sehr an das Traditionelle halten. Und so ist das Alphorn nach Karlsruhe gekommen. Mittlerweile sind es etwa 10, die da schon mitmachen. Und wenn hier die Tore wieder aufgehen, dann kommen wir mit allen Alphörnern und spielen ins Tal hinab. Und kurz darauf kommen wir mit all unseren Musikern und spielen hoffentlich auf der Wiese, dort, wo sonst Klassik am Turm oder Live am Turm stattfindet, eine riesige Outdoor-Probe. Das wäre unser Wunsch, dass wir so bald wie möglich in die Normalität kommen, denn Musik ist nicht nur ein Hobby, nicht nur eine Freizeitgestaltung. Wir erleben, dass Musik ist ein Seelentröster, Musik ist ein wichtiger Pfad für die Menschen, die Musik machen und die Musik hören. Und deswegen glauben wir, dass wir sogar systemrelevant sind. Einen schönen Sonntag wünschen wir.
Ja. Bis nächste Woche, Samstag sind wir wieder da. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao.